Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und wir sind da hier einfach einmal durch Weißlauf und suchen nämlich, ja, eine Alchemistin, die Getränke verkauft und der soll mir Salz bringen und ich nehme an, hier sind wir schon richtig, jawohl, und das heißt nämlich, wie heißt das Haus hier? Arcadias Kupferkessel. Bin gespannt, ob... Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Aha, das ist sie wieder. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Ja, cool. Ich möchte Alchemie trainieren. Ich kann euch sicher das eine oder andere beibringen. Aha. Ja, das wollen wir jetzt ja noch nicht. Ich habe Frostsalze für euch, genau. Ah, wunderbar. Ich brauche die Salze für ein besonderes Gebräu, an dem ich arbeite. Einen einzigartigen Liebestrank. Vielleicht probiere ich ihn zuerst an Farengar aus. Oh, ihr erwartet vermutlich eine Art Belohnung. Hier. Diese Zaubertränke sollten genügen. Zaubertrank der Illusion, geistige Ausdauer und flüchtig. Unsichtbarkeit, ja. Ihr seid also heiser. So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Okay, habt ihr je daran gedacht, nach Cyrodiil zurückzukehren? Warum? Weil ich eine stolze Bürgerin des Kaiserreichs bin? Weil die Sturmmäntel nur Nord im Himmelsrand sehen wollen? Sollen die Sturmmäntel doch im Reich des Vergessens verrotten? Ich lebe schon seit 20 Jahren in dieser Stadt. 20! Okay, trainieren, pipapo. Ich möchte eigentlich da nur einen Trank kaufen. Wie schaut's denn da aus damit? Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Okay, dann will ich aber. Was benötigt ihr, mein Freund? So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber... etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Ja, ich möchte aber was kaufen. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Ist okay, aber da, was ist denn da jetzt? Lebt wohl. Wir können da alles nehmen, oder wie? Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Ja, schon. Aber ja, wie kriege ich denn jetzt meinen Heiltrank? Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ja? Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Okay, von dir können wir nichts kaufen. Hier können wir nur nehmen, was wir brauchen und ich selbst. Ich habe mehrere Elixiere im Angebot. Ja, aber wo? Nun gut, vielleicht hast du auch mal Sperrstund oder wie? Probier's noch einmal. Vielleicht brauchen hartgesottene Nord wie ihr ja gar keine Heilmittel, Wie wäre es mit einem Zaubertrank der Unsichtbarkeit? Dann lass es sein. Ja, wir müssen da raus. Einfach mal. Aufschlüssen. Ja, wo kommen wir da raus? Aha. Was braucht ihr? Ja, irgendwie. Ich schaue mich da jetzt kurz einmal um, Leute. Ich mache einen kurzen Schnitt. Ja, so. Jetzt haben wir alles genommen, was wir nehmen haben können, ohne zu stehlen, und die verkauft uns ja nichts. Entweder hat die Öffnungszeiten oder auch nicht, egal. Wir werden uns da dann im Dorf nochmal umsehen. Ich glaube, ich nehme ein Bett, um uns auszuruhen.
aufs Zuruhen, ja, in irgendeiner Kaschemme und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir bei Hulda und wir mieten mal natürlich ein Zimmer. Für heute gehört das Zimmer euch. Okay, wo ist ich das? Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Ja, komm Hulda. Wir göttern uns Fass jetzt... Fass das bitte nicht falsch auf, aber ihr seht ein wenig krank aus. Ja, wir legen uns da jetzt ein paar Minuten hin und dann gehen wir... Hulda? Was kann ich euch bringen? Okay, das war's. Ich glaube, ich muss noch ein paar Becher spülen. Da können wir nichts nehmen und wir... Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Haben da einen eigenen Balkon, Leute. Seht ihr das? Das ist ja nicht zum Glauben. Und mit Musikuntermalung. Okay. Wir setzen uns mal hin. Sadia, wacht auf, mein Schatz. Ja, Mama. Okay, ist ja illustrer. Jetzt legen wir uns ein wenig hin, dann gehen wir zum Schreien und dann gehen wir den Drachen verkloppen. Komm, Feindal, lass das sein. wie lang schlafen wir? Es ist schon morgens und wir hauen da, ja, 7 Stunden mal rein. Ja, und das geht ja recht flott. Wollt ihr was zu trinken? Du erwachst und bist gut ausgeruht, ja, was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig, beides? Wo bist denn du? Eigentlich mag ich also nix. Also bitte, keine weiteren Fragen. Ah, Sardina. Okay, wir gehen da jetzt einmal zum Schreien. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Ja, das ist wirklich eine Schande. Die quatschen da aber auch ohne Ende, das ist nicht schlecht. So, da ist der... Da oben ist der Schrein. Da hirschen wir noch schnell hin. Mein Liebster. Wo ist er? Da vorne ist der Schrein. Und da werden wir uns kurz mal kurieren. Und dann geht's auf. Ehe ihr emporstiegt und aus den 8 die 9 wurden, seid ihr unter uns gewandelt, großer Da los Segen hinzugefügt, alle Krankheiten geheilt. Gut, da schauen wir doch gleich einmal nach. Aktive Effekte und ja, wir sind schon wieder gesund. Okay. Als Mensch. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja. Und als Mensch, da dachtet ihr, was wir wollen. Haben wir mit der schon gequatscht? Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Ah, denn mit dir müssten wir auch noch quatschen, Leute. Kurz noch. Dem Baum im Tempel soll eigentlich was zugestoßen sein. Der Gülden Grünbaum, ja. Ist nicht gerade eine Wohltat für die Augen. Das ist für die Pilger ein größeres Problem als für mich. Aber von denen verirren sich eh nicht mehr viele her. Aha. Wieso ist dieser Baum so besonders? Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Gibt es eine Möglichkeit, den Baum wieder zu beleben? Mit ja? dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Wo finde ich den Baum? Wenn ihr helfen wollt, benötigt ihr zuerst etwas, um ihn anzuritzen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Ja, ich besorge einen Nesselfluch für euch, okay? Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Okay, begonnen. Der Segen der Natur. Gut und schön.
Eigentlich wollten wir da eigentlich... wo sind denn wir jetzt? Der Segen der Natur, den brauchen wir doch nicht. Der Aufstieg des Drachen. Aha. Okay. Ich habe Lukan die Klaue gebracht und von ihm eine Belohnung für meine Mühen erhalten, ja? Wir müssen da, triff dich hier, das werden wir jetzt machen und das werden wir mal aussetzen und da werden wir hinhirschen. Kampfgeborener, gebt mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben, sonst kriegt ihr eins auf die Nase. Morgen 10 Septime, Babykampfgeborener. Oder es gibt eins auf die Nase und die Lippe. Oh, oh. Nein, bitte. Ich habe wirklich kein Geld, Breit. Morgen kriegt ihr 10 Septime. Aber bitte nicht schlagen. Dies hier hat ihn nehmen. Gut so, wir könnten da irgendwo ein Haus kaufen. Ich habe das nämlich schon gesehen. Nämlich... Das Prisenheim könnten wir nehmen und wir sind da oben in dieser Ecke. Wir haben uns verfranst. Aber egal, Leute, wir sehen uns das nächste Mal beim Ausgang da und dann geht's auf zum Drachen. Hoffe ich doch. Einen guten Tag wünsche ich. Hallo. Ja, das wollen wir doch alle euch nicht. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also fährt um, geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Okay, Leute. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Aha. Gut so, Leute. Bis gleich. Euer Toso. Ciao.